kommunizieren, beobachten sollte, dass nicht geladen worden ist, Personal gefleischt wird. Und sie brauchen jedenfalls auch exotische Sachen wie Bigness, die großen Zahlen zu geben. Und natürlich eine Möglichkeit, um Code zu erzeugen zu können und das Ganze bewahren zu können. Das Problem dabei ist, dass das Bauen von der Maschine wirklich Spaß macht, aber recht hart ist. Und zwar performante und skalierbare und richtig gut benutzbare Maschinen zu bauen. Typischerweise brauchen solche Projekte mehrere Jahre. Bei Java war das so, dass man 96, 95 angefangen hat. Ja, am Anfang war die Java erstmal langsam verschrien, weil es noch ein Vertreter war. Genau, aber 90 Jahre. Und es hat dann ziemlich lange gedauert, bis die Tanker weiterkamen, bis die Performance so weit war, dass man sagen konnte: Wow, das ist jetzt schon schlecht. Und um das zu erreichen, braucht man ja erstmal entsprechend Entwickler, Zeit, also Jahre und Geld. Aber ich glaube nicht umsonst. Java hatte da ein bisschen einen recht guten Stand, was das angeht, denn es wurde mittlerweile typischerweise in Enterprise-Szenarien eingesetzt, wo Zeit Geld ist. Sodass sehr viele Hersteller von Betriebssystemen, von CPUs, von entsprechenden Applikationsservern ein großes Interesse daran hatten, dass die Transaktionen, die sie für Kunden ausführen, die es dort verlaufen. Und dass sie mir Kunden entsprechend verkauft werden. Das heißt, dass wenn jemand eine Sprache sich ausdenkt, die mit dir anfängt, hat auch heutzutage ein durchaus Interesse daran, sich anzuschauen, was es noch so gibt, um nicht alles neu erfinden zu müssen, was man so recyceln kann. Und ein typisches Projekt, das da aufkommt heutzutage, ist LLVM, das ist die Low-Level Virtual Machine, ein Projekt von Chris Leitner, das unter anderem von Apple benutzt wird, um teilweise Toolchain fürs iPhone zu bauen und unter anderem von diversen Projekten, zum Beispiel gibt es einen Python-Interpreter, der LLVM benutzt, JIT, und es gibt einen Lua-Interpreter, der dann Lua-JIT hat, der LLVM benutzt wird, um so eine JIT-Fähigkeit dran zu bringen. Sehr nett, C++, das ist nicht jedermanns Sache. Dann gibt es heutzutage auch Mono, sehr beliebter Open Source Bereich, für Sprachen, die auf der Microsoft-Runtime aufsetzen wollen. Da gibt es Beispiele wie Groove. Und natürlich das Ding, wo ich hier bin, die JVM. Wie der Name schon sagt, Java Virtual Machine eigentlich eher Java, aber heutzutage immer mehr auch was anderes. So, dieses Java-Ding, was ist das eigentlich? Das wurde in den letzten, ich sage mal so, in der ersten Dekade, war ja mehr oder weniger eine komplette Plattform gemacht. Da war es einerseits die Programmiersprache in der Union mit der Maschine, die dann quasi die komplette Batzen war, die man sich einkaufte. Die Programmiersprache ist an sich recht erfolgreich gewesen mittlerweile, also hat es jetzt auf Millionen von Entwicklern gebracht, die unter anderem eine Menge Open Source produzieren, was dazu geführt hat, dass Java mit einem sehr reichen Bestand an Open Source Bibliotheken gesegnet ist. Das ist dem praktisch, weil egal was man machen möchte, man findet eine oder zwei oder fünf IDEs, die schon supporten mit irgendwelchen Plugins, und man kommt mit hin. Und dieser Erfolg baut auf der Virtual Machine auf, diesem Konzept, dass man, egal welches Betriebssystem man einsetzt, egal welche CPU unterläuft, man diesen gleichen Code mitnehmen kann und ihn überlaufen lassen kann. Ob es jetzt ein Spark-Rechner ist oder ob es ein Intel-Rechner ist oder ein ARM-Handy oder sowas, egal. Und das heißt, dass diese Virtual Machine auf Millionen von Geräten laufen, also auf kleinen Kisten, wie zum Beispiel, wie zum Beispiel auch solchen Java-Karten, das sind alles. Das ist sehr klein geregelt. Bis zu sehr groß.
Deutschen implementieren mit, was wir schon also haben, mehrere, das war was sind auch teuer, die schon schon drin. Es kommt in JDK 7 und wird zum GG1. Bei der JVM geht es um Reflection, um Klassen, Objekte aufzufragen. Sie bietet natürlich die Möglichkeit, Code zuzuladen über Classloader. Und sie bietet vor allem eine Menge Tooling. Das ist ein Aspekt, den man beim Beginn von JVM von Virtualmaschinen typischerweise so übersieht, wenn man sich auf Performance konzentriert. Nach einer Weile wird praktisch im Einsatz wichtig, zur Laufzeit herauszukriegen, was macht das denn eigentlich? Irgendwas hängt, warum hängt es eigentlich? Wo wird die Zeit verbraten? Und da hat sich dann im Laufe der Jahre bei der JVM immer mehr eingesammelt und durch Interfaces, Job Management, das Tooling, das Tracing, das Fusion. Und eben dieser sehr, sehr große Menge an Open Source Bibliotheken und Werkzeugen drumherum, das ist das Ganze, was das Java-Ökosystem sehr attraktiv macht. Und das heißt, heutzutage ist es gar nicht mal so selten, dass jemand eine neue Sprache anfängt zu bauen, zum Beispiel Scala, sich überlegt, diese Sprache auf der JVM aufsetzen zu lassen. Und typischerweise, wenn man mit einer dynamischen Sprache anfängt, denkt man sich zu überlegen, ja, dann nehme ich mal eine abstrakte Syntaxform, laufe den ab und dann werde ich die aus der Blackbox. Das geht mal machen, ist gut, kann auch eine Software-Liste, ist aber nicht so schnell. Da ist der nächste Schritt normalerweise zu gehen, auf eine Ebene weiterzugehen und sich so eine Art tokenbasierten Debugger zu bauen. Also man baut sich eine Art mini-virtuelle Maschine für die Sprache, die einen eigenen Mini-Bytecode ausführt. Mit dem unartigen Basic-Debugger zum Beispiel. Das ist wesentlich schneller, weil keine ASDs ablaufen werden müssen, aber immer noch nicht wirklich performant. Dann kommt der nächste Schritt, den man sich überlegt, dann fängt man an, die eigene Sprache cross zu kombinieren sozusagen in Java-Bytecode und sie so ähnlich wie ein C-Compiler zu übersetzen in die native Sprache der JVM, die Java-Bytecode ist. Das ist dann normalerweise wesentlich schneller in der Ausführungszeit, aber dadurch verliert man die Möglichkeit zur Laufzeit irgendwas dann zu verändern, weil man ja bereits den Vorlesfang ausgeführt kombiniert. Das ist der nächste Schritt, das Ganze eben zu verwenden und diese Kombination, diesen Bytecode zur Laufzeit zu machen, also so einen Just-in-Time-Compiler für Bytecode zu schreiben. Man lernt es immer komplexer. Das ist wirklich ein Trigger, da wird es immer größer und umfangreicher. Die virtuelle Maschine und diese virtuelle Maschine baut. Und das große Problem dabei ist natürlich, wenn man erstmal so ein großes Instrumentarium geschaffen hat, um die eigene Sprache auf dem Beispiel zu übersetzen, ist, wie schaffe ich es, dass die JVM auch wirklich das Richtige tut, was sie tun soll? Also meine Sprache sagt, sie tun soll und nicht, was die JVM eigentlich tun soll. Also, wie kriegt man auch die richtige Tool auf? Und im Bytecode und JVM mehrere Anweisungen wurden auch zu. Es sind einerseits im Work Special, das typischerweise von Konstruktoren so verwendet wird. Es gibt im Work Static, das für statische Methoden verwendet wird. Im Work Virtual für virtuelle Methoden. Und im Work Interface. Und das war's. Das sind die vier. Die jetzt bis jetzt. Okay. Das, was diese hier auch tun können, sind Methoden an die den Java Syntax gebaut. Und komischerweise haben die Java Syntax Regeln außerhalb von Java nicht so durchgesetzt. Das sind wirklich andere Sprachen. Wir haben andere Regeln, was es angeht. Da können Methoden, Funktionen, Symbole drin haben, die es bei Java nicht gibt. Oder nicht geben sollte. Und das heißt, es gibt so eine Art Dependency-Struktur. Es kann sein, dass man etwas aufrufen möchte, was es so nicht geben kann, weil man kann es nicht wirklich kompilieren, muss sich etwas anderes überlegen, um dieses auszugleichen. Was kann man machen? Okay. Aus dem unartigen C++-Wert kennt man das ja Name-Mangling. Also geht man hin und stopft irgendwie so einen Namen, der gar kein richtiger Bytecode-Name ist, in so einen Bytecode-Namen hin und macht irgendwas mit Underscores und komischen Zeichen und später wissen zu können, ich wollte aber eigentlich die Methode so und so benennen, aber ich darf nicht, deswegen mängle ich es irgendwie. Das ist schön, das funktioniert. Das gibt nicht ein ganz Problem. Was passiert, wenn immer schief geht? Wenn man so immer schief geht, ohne Exception, wie zum Beispiel Hard Memory, oder bekommt bei JVM einen schönen Stack Trace, der ist dann immer sehr, sehr aktiv und der ist dann voll von irgendwelchen gemängelten Namen.
zum Beispiel übersetzen zu können. Also so ein komischer Name wäre zum Beispiel Strange Name. Warum ist er komisch? Genau, das ist das Beste. Es ist ziemlich schwierig, eine Idee mit Polizeifizierung und Space in Namen zu beschreiben. So, und das ist eben das erste Problem. Wenn man das dann gelöst hat und tatsächlich in diesen Namen herumkommt, ist dann die andere Frage, tatsächlich die richtige Methode zu finden, der Sprache entspricht und die Methodenauflösung in diesem Algorithmus, die ich vorgestellt habe, wie folgt denn. Das ist manchmal ja, das heißt, war irgendwo virtual, dann wird dort geschaut in der Hierarchie, welche Methode richtig ist. Nun kann man sich überlegen, dass nicht jede Sprache die gleichen Semantiken hat. Aus welchem Grund auch immer, ich kann es auch unterschieden. Aber es gibt Sprachen, die haben keine Klassen. Es gibt Sprachen, die haben keine Methoden mit sind. Und haben wirklich eigene Regeln, um Sachen zu sortieren. Und was kann man da machen? Also man kann sich überlegen, ein Klassiker ist, dass man mit der Reflection irgendwie nachschaut nach Methodennamen, ob es schon geladen worden ist, was nachlegt und dann über Reflection Methoden auch. Das ist machbar, das ist auch heutzutage mit Reflection auch einigermaßen fix. Damals vor 10 Jahren war es auch recht furchtbar. Aber es ist nicht unmöglich. Also wer Reflection nutzt hat, weiß unter, also mit einer Zeile Code kommt man weiß nicht hin, sondern muss nachgucken, speichern und so weiter. Das heißt, man zahlt einen gewissen Preis dafür. Einerseits bei Performance, bei der Aufruf, sozusagen eben auch die DM nachgefragt wird, ob es eine Methode gibt, um sie aufzurufen. Andererseits eben auch bei der Umständlichkeit. Gut, denn der nächste Weg ist dann zu sagen, dann machen wir Reflection mit Caching. Also man spart sich jedes Mal den Reflection-Aufruf und merkt sich einfach, was aufgerufen werden soll. Irgendein Cache. Das kann man machen, man kann sich, auch wenn man kein Schlauer ist, dann kann man auch bei bestimmten Methoden sich überlegen, dass die das Ergebnis sich ja sowieso nur von den Eingabewerten abhängt, und die Ergebnisse nicht cachen. Und zum Beispiel gibt es also bei einer Methode, die Addition, die bei der das Ergebnis immer gleich ist, denn die eine, zwei Projekte gleich sind, kann man sich Quellen auch besparen, diese ganze Nachfrage. Aber auch das hat einen Preis. Und das hat einen Preis, was sie speichern. Und der Cache muss auch irgendwo hin. Und das heißt, je mehr man Methoden aufruft, desto mehr muss gecached werden. Und das führt einerseits dazu, dass man elegante Kurzprogramme schreibt, aber die meisten Programme sind nicht so. Und das heißt, dann kommen wir zum nächsten Schritt. Und der nächste Schritt ist dann nochmal das Bytecode-Generation. Das ist Reflection, das ist mir alles zu umständlich. Generieren wir das einfach die Welt, die sie brauchen. Also wenn ich das auch möchte, dann just in time oder head of time, generiere ich einfach die Strecken, Klasse, die es geben kann, direkt auch fertig. Das ist sozusagen ähnlich wie C++ Templates von denen her kann man machen. Ist aber ein bisschen schneller. Nur das Problem dabei ist, dass die Menge der so geladenen Klassen beim Programm extrem steigt. Weil im dynamischen Programm ist es ja so, dass eben an jeder Aufrufstelle jedenfalls echt viele Methoden aufgerufen werden könnten. Wenn jede davon eine Klasse generiert, dann wächst das. Außerdem merkt das den Stack Trace zu klein. Ja, das ist andere Punkt, genau. Das ist alles irgendwie unschön. Okay. Das Spannende ist, dass die DM eigentlich schon recht genau weiß, wie man das alles effizient macht. Weil das macht sie sowieso von Haus aus im Kern. So eine Anweisung, die nur Interface, die muss ja eigentlich zur Laufzeit entscheiden können, welche Methode konkret ein Interface implementiert aufgerufen werden soll. Und wenn man es nicht implementiert, muss auch zur Laufzeit das inline können. Also muss schon das Ganze richtig gut handeln können, und dann mit einem JVM. Das heißt, eigentlich weiß die JVM, wie man das macht, nur sie gibt einem die Werkzeuge dafür, die ich dann nicht alles auch selbst machen kann. Und gut, das kann man natürlich fixen. Man kann sich überlegen, Arten zu schaffen, diese Werkzeuge, um die Methodenauflösung zu betreiben. Eine über eine API, man kann die. Und das ist im Großen und Ganzen die Idee in dem Programm. Den Implementieren von Sprachen, die Werkzeuge zu
Kern gibt es bei OpenJDK, das Projekt, das sich MLVM nennt. MLVM steht für Multi-Language Training. Mehrere Sprachen, also mehr Programmiersprachen und nicht Schwäbisch oder so. Und weil dieser Multi-Language VM ein recht unheimlicher Name ist, man auch damit dazu existiert, gibt es auch diesen Codenamen Da Vinci VM, diese Sprachrenaissance, die es im ganzen Jahr auch jetzt mit Scala und Clojure und so weiter und so fort. Und das ist dieses Video in GSR, 292 in der Expertengruppe, Open Genre Rose, die Art ist festlegt. Und bei OpenJDK gibt es entsprechend die Dynamic, Implementierung und diverse andere Patches in diesem Projekt. Das heißt, das MLVM-Projekt ist eine experimentelle Erweiterung der Hotspot-VM, bei der die Ergebnisse der Arbeit der Expertengruppe des GSRs implementiert werden, ausprobiert werden, von der Community getestet werden sozusagen. Wenn sie dann fertig sind und gut genug sind, werden sie natürlich die 7 übergeschoben. Oder auch nicht, weil das nicht passiert. Das ist aber auch die Basis von 600 zu ziehen. Das ist aber nicht. Okay. Ja. So, die Dynamik. Also, in diesem Repository ist, wenn man es betont, ist ein Repository auch so gemacht, da liegen die ganzen Implementierungen von verschiedenen Ideen als Patches vor. Und die Vogue Dynamic ist, dass der Indie-Patch implementiert, gibt es noch ein paar Seiten, ein paar verschiedene dazu. Im Moment läuft die Vogue Dynamic auf dem Interpreter und auf der 32-Bit Interjet, Serverjet, weil es gibt 2 Jets und 3 Vektoren. Das heißt, im Moment arbeiten Christian Tarling und John Rose und da haben diese Menge Jets und so weiter. Inline wurde die letzte Woche kommentiert. Christian hat gestern auf der Liste neue Patches gepostet, die recht gute Ergebnisse liefern, was die Patches angeht. Das ist ein Bereich, an dem stetig weitergearbeitet wird und ist seit dem Milestone 3 JDK 7. Weil das Ganze ein Surprise Feature ist, ist es bei JDM nicht von Anfang an enabled. Also das Experiment-Feature muss mit einem besonderen Schalter beim Aufruf angeschaltet werden. In einem Logan-Hack. Das ist so der kleine Hack, der man im Logan-Hack gut ausführt, wenn was Komisches passiert. So, das Ganze läuft über einen Bytecode, der zugefügt wird, um diesen dynamischen Aufruf machen zu können. Und dieser Logan-Hack-Bytecode, der funktioniert, indem man an der Stelle des Aufrufs sich ein Method-Handler schreibt. Ein Method-Handler ist, in ganz grob gesagt, eine Art Zeiger. Und zwar ein physischer Header Zeiger, der eine JVM hat. Die andere Wort, eine anonyme Referenz, das nennt keinen Namen, auf eine Methode in der JVM. Das kann eine beliebige Methode sein, statisch, dynamisch, was auch immer. Und sie kann über Invoke Methode aufgerufen werden. Die Invoke-Methode ist lustigerweise im Interface dargestellt. Die JVM weiß, dass sie gibt. Kann ich euch mal aufrufen. Und zu jedem Invoke-Dynamic Bytecode gehört ein Call-Site. Also zu jedem Invoke-Dynamic Bytecode gehört ein Ort, an dem wir stehen, in dem irgendwas aufgerufen wird. Und das der wird sich von der JVM gemerkt. Also sprechen wir Call-Site. Und jede Call-Site bringt den Invoke-Dynamic Bytecode aufruf mit einem Method-Handler zusammen. So dass, wenn die JVM sieht, der wird die Vogue-Dynamic aufgerufen, sie weiß, aha, kommt die Call-Site von diesem Vogue-Dynamic, was steht denn da drin, wo soll er hin? Aha, die Methode, die invoke ich mal. Mal gucken, was passiert. Und dadurch, dass jeder ein Vogue-Dynamic aufruft, entsprechend die Call-Site hat, und jede Call-Site ein Target-Method-Handler hat, ist das Spannende daran, dass man diese Target-Methoden-Handles auch verändern kann. Also sie müssen sich was anbreiten. Sie können sich dynamisch im Laufe des Programms verändern. Das heißt, es gibt Sprachen, wo man das zum Beispiel Methoden hinzufügen kann, man Methoden zur Laufzeit verändern kann. Und die können implementieren bei Antwort, dann wird das Target-Handle verändert zur Laufzeit. Und diese Call-Sites werden bei
Codesize mit Anfangsmodulen gebunden werden. Wird das geladen werden, sodass kein Evoke Dynamic auf dem Schief geht, was irgendwas nicht da ist. Das heißt, Evoke Dynamic, Codesize, Target, Evoke. Das Schöne daran ist, das hier kann extrem schnell ablaufen, weil nichts nachgeschaut werden muss, sondern nur einmal bei Bootstrap quasi dieses Target platziert wird. Und im Prinzip mit nur wenigen Instruktionen einen Aufruf dynamisch erfolgt und auch nichts im Java-Typ hier umgeschaut werden muss. Also im Gegensatz zu zum Beispiel Go Interface oder Go Virtual muss Method Handling Go nicht den Typ auch ablaufen und schauen, was die passende Methode zu seiner Klasse ist, sondern die sucht direkt das Handle auf. Und diese neuen Features sind in einem Paket drin, das nennt sich Java. Kannst du mal ein praktisches Beispiel für irgendeine Sprache, die das verwendet, geben? Das mich jetzt gerade abhängt. Achso, eine Sprache zu verwenden ist Jubi. Jubi ist eine von, wie du sagst, Charles Nutter geschaffene Ruby-Ableger, der Ruby auf Java kompiliert. Und der benutzt nur Evoke Dynamic den ganzen Aufruf. Und das heißt, es gibt, also Jubi hat eine Klasse, in der es eine Booster-Methode gibt, die alle Dynamic Call-Sites besetzt mit den so aufrufenden Methoden. Und es benutzt jedes Mal auch Evoke Dynamic so zu tun auflösen. Das heißt, Evoke Dynamic beeinflusst die DBMs, schaut nach, wo es hin, rufen auf, fertig. Das heißt, die Message Handles sind im Target-Objekt besetzt. Ja. Ah, okay. Also die Call-Site hat ein Target und dieses Target kann sich hier verändern. Und es wird am Babel-Klasse gesetzt, initialisiert. Die Call-Site ist auf der Aufruferseite und der Message Handle ist im aufgerufenen Objekt? Oder wie ist da die Verteilung? So die Call-Site als auch das Message Handle, also das JDM verwaltet. Also, das heißt, bei dem Aufruf bekommt man halt ein mit dem Namen und so weiter und so fort. Und die Auflösung von dieser Sache findet statt. Die User bekommt die entsprechende Information, kann dann beim Laufen der Klasse entscheiden, was in dieser Klasse passieren soll. Und sie setzt das Handling dazu, sodass beim ersten Aufruf die Struktur angesprochen wird. Und dann kann sie das Evoke wieder verändern. Also man kann sie wieder zurücksetzen oder kann sie bleiben lassen. Das Schöne daran ist, dass die JVM nichts weiter machen muss, außer diesen simplen direkten Aufruf. Aber bei so einer dynamischen Sprache wie irgendeinem Ruby-Derivat, da hat ja der aufrufende Code überhaupt keine Typinformationen über die Klasse, wo er jetzt gerade die Methode aufruft. Ja. Das heißt, wie wird dann auf der Aufruferseite der Method Handling initialisiert beim Laden der Klasse? Das ist eine Indirektion. Die Callset ist quasi eine Indirektion, die überlässt im Prinzip den Spracherzeuger. Ja. Also das heißt, wenn ich die Compiler schreibe für eine Sprache, entscheide ich meinen Compiler, was generiert wird. Und wenn ich meine Sprache kompiliere, kann ich sozusagen als normaler Schreiber entscheiden, was passiert. Und ich kann entsprechend sagen, okay, dann passiert irgendwas generisches, dann interpretiere ich das erstmal. Das heißt, ich als Sprachentwickler für Jubi oder irgendetwas verwalte ich einen zentralen Pool an Method Handles, sozusagen. Ja. Und hier ist mit dem Aufruf passiert, mit dem Book Dynamic, dann guckt die JVM diesen von der Sprache selbst verwalteten Also ich glaube, das ist noch ein bisschen besser gelöst, weil man kann die Materie auch binär. Also wenn du einmal aufrufst und er sagt, das ist die Methode, dann kann das auch rein bewegt werden und die Call-Site kann dann Bescheid sagen, wenn sich was ändert. Das heißt also, dieses Optimieren der VWM kann dann trotzdem passieren. Das heißt, also, du hast normalerweise in Ruby, kannst du die Methode verändern, aber macht man ja auch nicht immer. Wenn sich eine Methode verändert, dann kann die Callzeit Bescheid sagen und sagen, jetzt, wenn du nochmal aufgerufen wirst, sag mir bitte mal Bescheid, damit ich dir dann sage, wo du ihn rufen sollst. Das heißt, es ist nicht bei jedem Aufruf, meines Wissens, sondern einfach nur, es ist also schon auf dem Niveau, weil in den meisten Stellen geht man davon aus, dass ja der Code sich dann auch nicht verändert und dann kann er eben entsprechend auch das Normale machen, was die VWM machen kann. Wenn die Notification, wenn sich das Method Handle für irgendwas ändert, die Callzeit benachrichtigt, ja, so hatte ich das verstanden, habe gesagt. Das Schöne daran ist einfach, dass das die Methodenaufruf auch
Functions abdecken, indem man sie herunterbaut und dann auch die Methode dafür sorgen, dass die Typen, die eingesetzt werden, auch dementsprechend, was die semantischen Sprachmuster sind, und auf entsprechende Java-Typen abgebildet werden oder auch nicht. Und auch wiederum bei der Rückgabe dafür sorgen, dass eben das Richtige dabei rauskommt. Das heißt, man ist nicht auf das Java-Typ-System beschränkt, sondern kann sich dafür direkt ein bisschen bewegen. Und, diese ganze Geschichte sind Java-Typ-Paket, auch die ganzen, also das Handle-Handles, die Handle-Handles-Methoden lassen wird. Das ist sozusagen die Tilt-Funktion, um mit den Handles umzugehen. Call-Site und diverse andere Kleinigkeiten. Also Exception und auch. Den Code gibt es auch im MMR-React-Projekt. Kann man sich vielleicht rausklonen. Wiederum F-Clone, Forest-Clone, wie gestern bei JKZ. Es sind Patches für diverse Forests dabei. Also es sind Patches für Security Queues, für die Hotspot-Repository. Das sind Indy und Database Injection oder die Sachen. Für das JDK-Repository, das Lang-Tools-Repository. Also für den Compiler. Um eben diese komischen Methoden anzulimitieren. Es gibt einen Webkanal, auf dem John und Chris unterwegs sind und Charles Adler und so weiter. Was das Bauen angeht, sollte ich noch sagen, dass im Moment in der Vinci Code Basis auf dem BSD auch passiert. Das heißt, letztlich am besten durch OSX bauen. Warum wohl? Ich meine, sowohl Chris, der ist auch, John Rosen hat OSX benutzt. Also für Linux muss man so ein bisschen gucken, dass es so einzelne Patches, die man da reinhängen muss. Wobei Christian die diese Woche noch reinhauen wollte, im BSD-Board. Ich sage jetzt mal Christian und Christian und John Rose, das sind die beiden Jungs hier. Also John ist der Stack-Lead für die Spezifikation und für die zweite Gruppe an. Und hat das große Design sozusagen produziert. Christian ist Christian Taninger, er ist seit diesem Jahr bei Sun und arbeitet auch an sie sein. Und er ist derjenige, der jetzt mit Inlining arbeitet und da hat das Ganze auch die 64-Bit-Projekte transportiert. Und jetzt kommen wir zu diesen spannenden anderen Sachen. Remy voran arbeitet an Backboard von Evoclamic 1.5. Das heißt, es gibt bei Google Kundenprojekt, das implementiert Evoclamic sozusagen so ähnlich wie. Ich weiß nicht, was jemand kennt, damals, als Java 1.5 rauskam, gab es auch Concurrency-Klassen, die sehr praktisch waren, die es 1.4 nicht gab. Es gab entsprechend einen Backport, das irgendwie zurückgebracht hat, um das Ganze auf AdNetWorks zu unterstützen. Dementsprechend Remy macht was Ähnliches, indem er Evoclamic Java DIN nimmt, Unterstützung dafür, und das Ganze für 1.5 implementiert, sodass es zur Laufzeit eben diese Dynamic Evoclamic auch aufgelöst werden kann. Das ist. Was Performance angeht, wird jetzt nicht genau das gleiche, kann es ehrlich sein. Aber es ist ein sehr nettes Werkzeug, um bereits auf normale Gänge oder zu Hause und Hintergrund zu spielen, Sprachen drauf zu adaptieren. Wird auch unter anderem von Charles Sutter benutzt bei JRuby entwickelt. Er hat einen eigenen Wrapper dafür gemacht. JRuby hat ja neben normalen Ausführungen, von Arbeit oder auch, gibt es auch die Möglichkeit bei JRuby zu sagen, ich möchte jetzt auch überhaupt mehr machen. Und Charles meinte damals so, dass der Evoclamic-Part von JRuby jede Menge Arbeit sparen würde, wenn er die fortbenutzen könnte. Weil einfach jede Menge Code an Reflection Caching und so weiter wegfallen könnte. Und genau für solche Teile ist eben diese Backboard gedacht. Also erlaubt dieses Feature, das jetzt nicht kommen wird, bereits jetzt mal einzusetzen und schauen, was es für Auswirkungen für eine Sprache hat. Ich sollte es nur sagen, dass es ist ein JSON, der noch nicht fertig ist. Das heißt, die Expertengruppe ist aktiv dabei, sich zu überlegen, was passiert. Ich habe vorher gemeint, nur ein Bytecode. Vor einem Jahr war das kein Bytecode, oder war es was anderes. Dann war es im Prinzip ein Invoke-Interface. Haben es noch umgeschrieben, ein Bytecode draus zu machen. Und die Interface-Namen können sich durchaus noch ein bisschen verändern. Das heißt, man sollte, wenn man es auf der Mailingliste drauf sein, und nur so ein bisschen gucken, was passiert. Neben der MLVM DevList oder OpenJDK gibt es auch eine JVM Languages Group bei Google. Bei der wir mit den Sprachen auch dabei sind, die auch in Wörtern empfehlen. Und jemand, der etwas ganz Spaßiges macht, ist Tobias Iverson. Er macht ein Google Summer of Code Projekt um Jaipen herum und arbeitet bei DaVinci an der Interface Injection. Da geht es darum, zur Laufzeit Methoden zu Interfaces hinzufügen zu können.
Arnold Schweighofer macht seine Doktorarbeit über Telcos, indem er sie bei DaVinci implementiert. Das gibt es auch bereits im Patch, der ist im Repository drin. Soweit ich weiß, ist die Telco-Arbeit schon nicht fertig, aber John Lewis hat ein großes Stück drauf. Das heißt, Telcos dann über die Methodengrenzen hinweg, oder? Ja, das gibt halt dabei das Problem, dass Protection Domains, also Frage Sicherheit, nicht drin landet. Wenn ich welche drin aufrufe, dann habe ich Permissions gegeben. Und wenn ich sie zusammenschmeiße, dann muss ich jetzt schauen, dass die Permissions erhalten bleiben. Das heißt, soweit ich weiß, ist diese Table-Patch, die macht schon mal das eine, aber diese Permission Domains zusammenschmeißen. Nicht wirklich. Das ist der tricky Part. Und so wahrscheinlich ist das ist so ziemlich intelligent, wie sie geschafft haben. Aber es ist sehr spannende Forschungsarbeit. Ja. Nur eine Frage so generell Einordnung. Und zwar, der Arbeit haben wir das Scripting, das ist ein Scripting von der Java-Plattform, für das er als wurde, war das etwas anderes. Genau, also das ist bereits in Java-Plattform drin. Genau, da kommt man das quasi JavaScript auf weißes Code aufrufen, indem man irgendwie deren Sprache einbindet. Und das ist doch jetzt quasi eine Erweiterung der JVM, wo ich dann die Sprache, also kann das nur mit dem Python-Code, die Java-Erweiterung direkt übersetzen, oder wie? Das sind zwei verschiedene Ebenen. Also, so als würdest du die Special Engines. Das heißt, jetzt wurde es wohl die Möglichkeit geschaffen, zu sagen, liebe JVM, kennst du vielleicht irgendwas, was diese Code ausführen kann? Wenn ja, dann führen wir mal diese Code aus und sagen, was passiert. Also, sehr, sehr high-level. Das hier ist nicht mehr low-level, das ist eigentlich JVM-Erweiterung. Die es Leuten, die eigene Sprachen schreiben, möglich machen, diese Sprache viel eleganter, schneller umsetzen zu können. Das heißt, die Scripting Engines, da gibt es bei sechs zum Beispiel über einen Begriff als JavaScript-Enden. Es gibt noch diverse andere, die bei Java, wo jemand sich da wirklich durcharbeitet. Genau. Aber jetzt frage ich es ja auch so, für mich jetzt mal, als ist jetzt interessant, aber der Technik auch schon mal guckt. Als Entwickler oder Anwender, wo ist der Use Case sozusagen? Bei dem einen, bei dem JavaScripting ist es so, ich habe ein Java-Programm und möchte irgendwie ein paar Sachen irgendwie scriptable machen, dass irgendwie der Kunde dann JavaScript machen kann, was per Plugin eingeladen wird. Das ist doch jetzt quasi die Sache, ich gebe jetzt einem Ruby-Entwickler die Möglichkeit zu sagen, du kannst deinen Ruby-Code auch auf einer JavaScript-VM laufen lassen, ohne dass er irgendwie mit Java-Code in Berührung kommt. Also sprich, was heißt, er könnte das irgendwie auf einem, weiß ich was, Compile laufen lassen oder wo ist der Vorteil? Ich meine, habe ich jetzt den Ruby-Code im Ruby-Interpreter oder im laufen lassen? Der Vorteil ist, dass bereits jetzt JRuby eigentlich schon erst mal ist, Ruby ganz anders. Aber diese Schnelligkeit wird mit einer Menge Blutschweiß und Tränen erkauft. Also der Code, der das Ganze nachschaut, ist nicht real. Die Benutzung von diesem neuen Interface ist wesentlich einfacher. Das heißt, die nächste Version von JRuby kann entsprechend noch flotter sein und damit noch attraktiver werden als die Programmplattform von Ruby oder bei schlanker werden. Das ist in gewissem Sinne sind das Low-Level-Veränderungen, die es den Leuten erlauben, neue Sprachen in die JRuby zu bringen, die bisher entweder nicht aufgebracht worden sind, als komplizierter, die es Leuten erlauben, die neue Sprachen entwickeln können, die jetzt diese Sprache einfacher zu finden. Und die JVM hat sich das nicht mehr machen. Denn in vielen Bereichen ist es so, dass die Arbeit des Welt sieht ja noch PHP und Ruby und Python und Perl, wie sie da heißt, mit guten Mund. Standard dann ist auch 6.0 oder 5.0 oder 5.0. Man kann 6.0 schlecht ablegen. Ja,
ich ja, dass Ruby einfach eine .cluster, .jar-Datei baut und die zu einem Java hinzulinkt, ohne dass Java den Unterschied merkt, sodass ich Teile des Programms in Ruby schreibe, Teile in Java und die beiden sprechen einfach miteinander, so wie das bei Shared Objects unter Linux auch möglich ist, wenn ich C und C++ nutze. Das würde ich beachten. Typischerweise so, wenn man sich JVM als die native Plattform vorstellt, ja, dann ist Java die native Sprache. Und das heißt, die meisten Leute, die anfangen, Sprache zu entwickeln, nach Java Pair-Test, schaffen erstmal einen Weg, um den nativen Code aufzurufen, also halt die bereits existierende Java-Bibliothek noch zu rufen, was es gibt. Den Weg zurück ist wirklich schwieriger. Microsoft hat der CLR so eine Art modifiziertes Typsystem gefasst, auf das sich dann alle Sprachen abbilden sollen. Was bei Sprachen, die C-Sharp ähnlich sind, halt gut funktioniert und bei anderen halt nicht ganz so gut. Deswegen hat Microsoft dann ein paar Jahre später was drüber gebaut, das sich dann Dynamic Language Runtime nennt, für R und Python. Das ist ganz gut, wenn die Sprache Python ähnlich. Also, es ist ein anderer Ansatz. Es ist kein generalisierter Ansatz, sondern eher ein, Sie haben genau versucht, das zu lösen, was Sie da als Problem hatten. Es ist ein Ansatz, bei dem eine, ich sage mal, Struktur geschaffen wird und Sachen ein bisschen Struktur gelöst werden können. Das hier ist ein Ansatz, bei dem, ich sage mal, sehr wohl ein Werkzeug geschaffen wird, wo ich mit Freitag das Problem erschlagen werden kann, aber dafür auch anders gelöst werden. Gibt es in der CLR-VM ein Ähnlich auf wie in Vogt-Element? Ich bin leider kein CLR-Experte. Aber das ist schon ein bisschen andere Ansätze. Also in einem Bereich, was tiefer gehen hat.
Das schicke, die ist jemand, der die OS States Binaries bereitstellt und zum Download. Aber ist auch jemand, der sich diesen Meta-Repository anschaut im Moment. Nur ist das alles, wie gesagt, bei dem Spruch frei. Also sein letzter Satz auf der Liste war, dass er gerne die Mob-Sachen in einer schönen Form hätte für den nächsten JVM Language Summit, der in ein paar Wochen jetzt an der Klara ist. Mitte September. Das ist eine Veranstaltung, die von den Entwicklern der MVM gemacht wird und der Community. Gab es letztes Jahr bereits einmal, gibt es Videos davon, Events, Talks, jede Menge Sachen. Wird es dieses Jahr ebenfalls geben. Das heißt, zu diesem Thema kommt in circa 4 Wochen noch ein ganzer Haufen bestimmt Sachen raus. Okay, das war das. Noch was zum spannenden Tag. Da gibt es spannend, ist eine Frage. Wie weit Richtung Meta-Objekt-Protokoll kann man das aufbohren? Kann man damit so Laufzeit neue Typen erzeugen? Oder was faken? Naja, ich meine, solange kein Fälscher heißt, der es wirklich macht, da was nicht so wirklich sagt. Also, man kann sicherlich nicht faken. Vom Trend her einfach. Aber aktuell, den Ansatz her verstehe ich, dass man Methoden hinzufügen kann. Genau, was man kann, ist aber so, die Ziel, die Stoßrichtung geht es ganz klar, indem man die JVM erweitern wird in der Art und Weise, dass sie attraktive Sprachen, die man schon eingesetzt hat, möglichst schnell drauflaufen können. Wenn es Sprachen gibt, die so lauter Typen erzeugen müssen, die sehr attraktiv sind, die sehr weit eingesetzt werden, dann wäre das sicherlich eine spannende Sache. Aber ist aber nicht der Fokus im Augenblick. Die Fokus haben jetzt die Dynamik und Interface Injection gibt das auch. Aber die Dynamik ist die Hauptsache. Ja. Gibt es noch andere Sprachen zur JRuby, die schon mal experimentiert haben? Oder ist das bis jetzt? Das ist, soweit ich weiß, ist es JRuby, Juby, dieser Python, dieser Smalltalk-Dialekt hat, und ich glaube, die Python so auch schon was gemacht hat. Es gibt ja schon eine breite Community von Leuten, damit das gefallen. Und die Schachstück-typisierten Sprachen, die Scala, die haben auch einen Vorteil davon? Oder das ist jetzt ein bisschen mit dem Namen? Das ist so eine Frage gerade. Ich meine, das hängt davon ab, wie weit sie da profitieren können, dass sie ihre Methodenresolution beispielsweise selbst in die Hand nehmen können. Bei für den aktuellen Sprachumfang von Scala 2.7 eher nein. Okay. Aber es gibt Überlegungen, die Sprache Richtung dynamischer Aufrufe auszudehnen, okay, gerade auch weil dieses Feature dazugekommen ist. Aber das ist zu gut, sind sicher Schaden das positives Beispiel von Henne-Ei sozusagen. Ja, das ist eine Sache, die wirklich die, wie ich sagen würde, die Hotspot-Community so visualisiert hat, weil es ist plötzlich wieder ein Weg da, das ganz spannende Spielen zu machen, das ist so noch nicht da. Und wird sehr experimentiert und wird so viel gemacht. In diesem Patch-Repository sind einige schräge Sachen drin, die hätte man so eine Liste bei der Folge gebraucht, zu 7-8 diverse Geschichten. Aber ich wollte jetzt für den hier nur die zwei Sachen größer wegen, die ich auf Physik gemacht habe. Ja. Die Call-Sites, die eine Klasse hat, sind die statisch von Laufzeit? Oder können die hinzugefügten? Das ist statisch. Also jede Invoke in einem weiteren Aufruf hat eine Call-Site. Das heißt, es ist quasi geschadet. Ich kann einer Klasse nicht zur Laufzeit neue Methoden hinzufügen, weil ich halt eine neue Call-Site hinzufügen müssen. Ich kann halt dafür brauche ich die Face Injection. Also das ist das. Entschuldigung, aber du musst halt welche hinzufügen, dann kannst du ja Klassen nachladen. Du kannst Klassen nachladen und dann umgepatchen. Das kannst du machen. Aber Klasse raus, Klasse rein und die neue Klasse hat zufälligerweise einen Call-Site mehr. Okay. Wenn du einen Cluster oder dazwischen hast, ja. Wie man es halt so macht. Ja. Bitte schön. Gibt es da irgendwelche Threading-Issues, dass man da irgendwie, wenn da irgendwie ein Call-Site geändert wird, dynamisch ist dann irgendwo. Anders vielleicht. Muss da irgendwie großartig dann gelockt werden oder so, dass da dann nichts anderes kaputt geht? Oder? Kein Problem, weil der Code dann ja schon, also wenn du dann was, meine, da geht es ja um. Das ist da auch nicht diese Art nichts gesehen, weil die JVM macht den ganzen Tag Klassen laden, also die Core-Size. Also auch wenn jetzt dynamisch was geändert wird, ich meine, es ist doch dann. Wird es damals geändert, nicht, aber ich meine, wenn Math-Handle nicht gesetzt ist, ja, dann wird trotzdem eine Inzessionsmethode aufgenommen. Und die JVM übernimmt quasi die ganze Phase und sagt, okay, dann schauen wir mal, was passiert. Okay. Ein bisschen schrägerer Anwendungsfall für sowas könnte zum Beispiel auch B sein. Weil auch da werden Sachen hinzugefügt, wo
dann die Bemerkung zu Scala. Wird man denn aus dem Java-Bereich irgendwelche Überlegungen, ob man den Warp Dynamic, wenn es erstmal da ist, für was nutzen könnte? Kann ich Ihnen dazu sagen. Also ich meine, das Witzige daran ist, dass das Ganze nicht die ganze Prüfung machen muss, die Invoke-Prüfung machen müssen, könnte durchaus schneller sein als normale Invoke-Aufrufe bei Java. Also, man könnte sich schon spaßige Sachen überlegen, aber sobald ich weiß, wie so mein unser Fokus hat, was dann besser erfahren, die gleich zu finden. Und dann sind wir auch. Aber das überlasse ich ja ganz euch. Ist denn dieses Evoke Dynamic nicht so ein bisschen sowas wie so ein über die Hintertür wieder zur funktionalen Programmierung zu kommen? Letztendlich nämlich habe ich irgendeine Funktion, die mit irgendwelchen Daten was tut und tut das dann. Das gab es ja früher, man hat eine Funktion gehabt, da hat man ein paar Daten reingekippt und dann kam was raus und In einer sehr, sehr bösen Art und Weise könnte man Metal Hands das Funktionszeiger schimpfen. So aus der Zielwelt. Man könnte. Aber anders. Weil diese Funktionen selber, die da hinten dranhängen oder Methoden, arbeiten ja letztendlich entweder auf Daten, die man reinkippt oder an dem Objekt dranhängen, wo die Methode dranhängt. Und das konnte man früher mit einer Funktionalen ja letztendlich auch immer schon machen. Es sollte auf jeden Fall leichter sein, mit seiner Sprache zu implementieren, wenn man diese Sachen einsetzt. Also davon nicht mehr ausgehen. Wie sieht es bei der Performance aus? Also ich habe ja jetzt sonst das Problem, dass die JDF praktisch dazwischen meiner dynamischen Programmiersprache und dem letztendlichen System schon. Also Sie haben gesagt, dass zum Beispiel JRuby jetzt schneller ist als die normale native Ruby-Implementierung. Ja, also als 1.8.1.9 ist es ungefähr gleich auf, weil für die meisten der Ruby-Welt. Es gibt ja auch so Ansätze wie das PyPy-Projekt, die das tatsächlich versuchen, praktisch die Virtual Machine oder den Interpreter wegzulassen, was komplett nach dem Code übersetzt und dann praktisch auch so Späßchen zu machen. Ich könnte sich vorstellen, Java-Interpreter, der dann JavaScript anpasst wird und so. Sorry, PyPy ist ja spannend. PyPy ist ja das, was Meta